Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Thaler. Mein Name ist Katharina Rabe aus Finanzmarkt. Ich bin in der Sicherheitsabteilung und es geht um Ihre Kryptokontoschließung und Auszahlung. Wir haben Ihre Daten bekommen, dass Sie haben Geld investiert, aber Auszahlungsprozess sehe ich jetzt nicht. Deswegen will ich jetzt Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn Sie gerade bereit sind. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder dabei seid. Heute habe ich drei Gespräche mitgebracht, beim ersten habt ihr den Anfang schon gehört. Also die Schließungsabteilung oder wie auch immer ruft mich jetzt hier an. Ich habe Geld auf dem Handelsmarkt und die wollen mir jetzt mein Geld auszahlen. Also seit wann ruft denn euch jemand an und sagt so, ihr könnt jetzt Geld auszahlen? Es ist irgendwie komisch. Naja, ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was wir es da für Leuten auf dem angeblichen Finanzmarkt zu tun haben. Was denn für Fragen? Zuerst will ich wissen, wie viel war Ihre Verlust? Ich habe ja gar keinen Verlust, läuft doch. Doch, Sie haben schon etwas Verlust gehabt, sonst konnte ich Ihnen nicht anrufen, weil wir arbeiten mit der Europäischen Kybelpolizei und Ihre Daten habe ich von dieser Person bekommen, weil unter Ihrem Namen war eine illegale Transaktion angefangen und jetzt wollen wir aber legal Ihr Geld wieder zurückgeben. Wollen Sie das nicht? Also mein Geld, was ich da angeblich bei dieser Firma habe, soll also illegal sein. Aber Sie möchten jetzt das Geld legal auszahlen. Wie geht denn das jetzt bitte? Also entweder ist das Geld jetzt illegal oder nicht illegal. Wie kann man denn illegales Geld legal auszahlen? Es hört sich ja hier nach Geldwäsche an bei dieser Firma. Schon ein recht komisches Angebot, was einem hier angeboten werden soll. Also eigentlich ist ja klar. Das hier ist wieder eine Betrugsmasche nach dem erfolgreichen Betrug, wenn er denn erfolgreich gewesen ist. Die rufen jetzt ja einfach alle Datensätze nochmal an und naja, gehen wieder auf Dummfang. Die Leute, die hier tatsächlich Geld auf dem Finanzmarkt schon mal verloren haben, durch irgendeine illegale Firma, werden jetzt hier vielleicht hellhörig und hoffen, dass man nochmal Geld ausgezahlt bekommt. Und da setzen die an, dass man sein Geld zurückbekommen kann. Ja, wie heißt denn die Firma, bei der ich da angeblich Geld habe? Unsere Firma heißt Solotransfer EU. Ja, aber da habe ich kein Geld. Nee, hier können Sie Geld nicht haben. Ja, wo habe ich denn das Geld? Auf welchem Konto ist das denn angeblich? Lassen Sie bitte mich ausreden, wir haben Ihre Geld gefunden. Das war eingefroren, ja? Und jetzt wollen wir wieder zurück aus. Doch, das war schon. Sie haben damals etwas zu tun mit dem Kryptowaluta gehabt. Das war Bitpanda, Kraken, Coinbase, Binance oder sowas. Am Anfang kann sein, dass Sie haben 250 Euro überwiesen, aber unter Ihrem Namen hat jemand dann weiter illegale Transaktionen gemacht. Also es ist auf jeden Fall höchst interessant, dass man jetzt hier versucht, legale und seriöse Firmen irgendwie in den Schmutz zu ziehen. Dass ich da angeblich 250 Euro eingezahlt habe und das Geld nun eingefroren wurde, weil da irgendwelche kriminellen Machenschaften damit gemacht wurden und jetzt möchte man mir das Geld auf einmal plötzlich wieder auszahlen. Also es ist schon irgendwie höchst interessant, dass man angeblich von mir Geld gefunden hat, aber überhaupt gar nicht weiß, bei welcher Firma denn genau das Geld angeblich gelegen hat. Tja, das wird wohl schon wieder das Offensichtlichste sein, was man hier finden kann, dass das alles nur Betrug sein kann. Denn, naja, die finden Geld, wissen aber nicht wo, ist ja eine abgefahrene Story. Ich frage mich immer, wer auf sowas reinfällt, aber naja, hier werden ja so Aufhänger gebracht wie 250 Euro, was man ja wirklich tatsächlich meistens bei diesen Firmen einzahlen soll. Besonders interessant finde ich hier bei dieser netten Tante wieder, dass die mir jetzt sagte, doch, sie haben definitiv Geld verloren, sonst würden sie ja nicht bei mir im System stehen. Nun ja, aber wenn ich der netten Tante jetzt hier schon sage, ich habe doch aber nie investiert und ich habe kein Geld verloren, da ist nichts eingefroren, ja, also dann ist ja das Gespräch jetzt ab diesem Zeitpunkt ja eigentlich nur noch absolut überflüssig. Aber gut, die Tante versucht's weiter. Also ist diese Bitcoins-Webseite bekannt für Sie? Was habe ich gesagt? Nö, ist keine dabei gewesen, die ich kenne. Okay, dann woher habe ich dann Ihre Daten? Können Sie mir das sagen? Weil die Europäische Polizei hat das gegeben und wenn Sie Ihre Geld müssten nicht Sie mir das zurück... sagen. Also, wenn Sie Ihre Geld nicht wieder zurück wollen, dann dieses Gespräch wird gespeichert und kann ich einfach sagen, dass Sie bestätigen, dass Sie wollen in schwarzer Liste bleiben und unter Ihrem Namen weiter illegale Transaktionen geht. Das ist doch auch kein Problem und Sie bekommen Ihre Geld nicht wieder zurück und bleiben Sie in schwarzer Liste.
Also, hier bei dem Gespräch hat man ja wirklich viel zu sagen. Die erzählt mir jetzt also, wenn ich mein Geld jetzt nicht zurückhaben möchte, dann bleibe ich halt in der schwarzen Liste und dann wird weiter illegale Sachen mit meinem Geld gemacht. Die Daten hat sie von der Polizei. Oder so. Weiß sie ja auch dem Anschein nach nicht genau. Aber wenn sie jetzt eigentlich irgendeine Straftat aufdecken will, was ja eigentlich Quatsch ist, dann erzählt mir doch nicht, na gut, dann bleibt das so und dann macht man da weiter illegale Sachen mit ihrem Geld. Ich dachte, das Geld ist eingefroren. Ich dachte, die haben dein Geld gefunden. Also irgendwie ergibt das ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Jede Menge Durchfall da schon wieder am Telefon. Ja, dann müssen Sie mir doch erklären können, bei welcher Firma ich das Geld angeblich verloren habe. Also, ich habe schon gesagt, Sie haben was nie. Na, hat ja nicht gestimmt, was Sie gesagt haben. Also, Herr Thaler, ich habe Ihre Daten bekommen, dass Sie haben Geld verloren. Ja, von wem denn? Vom Kryptowalute. Ja, und was ist das? Das ist eine Bitcoin. Ja, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Doch, mit das haben Sie etwas zu tun gehabt. Nee, ich kenne die Firma nicht. Dann machen wir Schluss und wie gesagt, Ihr Name bleibt wieder in der schwarzen Liste. Was denn für eine schwarze Liste? Also wir wollen, dass für Sie Ihre Verluste Geld wieder zurückgeben. Ja. Und wenn Sie sagen... Ja, wie viel Geld ist denn da angeblich? Also zuerst will ich von Ihnen wissen, wie viel haben Sie investiert? Ja, aber es spielt doch da keine Rolle dabei. Wenn Sie mir sagen, da ist Geld von mir, dann müssen Sie mir doch sagen können, wie viel. Also ich muss erst Ihnen Fragen erstellen und von Ihnen wissen, wie viel haben Sie verloren, haben Sie das selber gemacht oder mit jemand Broker, wann war das und sowas, weil ich sehe, das war 11.07.2021. Ja, also ich soll erstmal alle meine Informationen verraten, um dann ein Gespräch mit ihr wirklich führen zu dürfen, zu können, damit sie mir dann irgendwas sagen darf. Also, die Fragen, die sie mir jetzt hier aber stellt... Die beantworten ja meine Fragen dann selbst. Wenn ich jetzt sage, ich habe da 500 Euro investiert, dann kann sie ja sagen, ja, 500 Euro liegen hier oder 600. Tja, also dass das alles nur blödsinniger Betrug ist, sollte eigentlich offenkundig klar sein. Und wozu brauchen Sie diese Information? In Deutschland. Das alles in meinem System vergleichen und Ihnen identifizieren, ob Sie echt diese Person sind und ob... Echt, diese Person, diese Geld bekommt. Ich kann nicht einfach Informationen geben. Aber Sie rufen ja bei mir geben. Und sagen, dass ich die Person bin und Sie behaupten ja, dass da Geld nee, ist. Nee, ich sage nicht, also ich sage natürlich, weil in meinem System steht halt so, aber ich muss alles vergleichen. Aha. Ja, aber dann können so Sie mir einfach... doch das sagen. Wie bitte? Ja, dann können Sie mir doch sagen, wie viel Geld da angeblich drinsteht. Also wenn Sie mir sagen, dass Sie, wie viel Betrag haben Sie verloren, wann haben Sie das verloren, haben Sie das selber gemacht oder... Da habe ich allein dann kann ich sagen, ich also bewusst, dass ich, irgendwas ich verloren sehe, habe. Ich sehe, dass bis 5.000 Euro liegt. 5.000 Euro ist da bei Ihnen? Ja. Aha. Und was muss ich dafür machen, um das Geld zu bekommen? Ich muss zuerst Ihnen identifizieren, Sie müssen gar nichts machen. Ich muss Ihnen... identifizieren, wie gesagt, ob Sie echt diese Person sind, Ihren Name, Ihre Vorname vergleichen, Ihre aktuelle IBAN sehen, wo bekommen Sie diese Geld? Und danach verbinde ich Ihnen mit weiter mit der Finanzabteilung und sie sagt, wie bekommen Sie diese Geld und wann. Also das bestimmt bekommen Sie in Ihrem Konto. Aha, na dann machen Sie mal. Okay, machen Sie dann ein Verbindungsprogramm Anydesk auf? Nee, das brauchen wir dafür nicht. Dafür brauchen das. Wozu denn? Was machen Sie denn da? Also, Sie machen jetzt Ihre Anydesk-Karte, natürlich, wenn Sie wollen. Dann machen Sie Ihre Online-Bankings-Erste-Seite auf, wo Ihre Name und Vorname das steht. Das will ich nicht ausfallen. Das ist ja Quatsch. Das sollte man auf keinen Fall tun. Richtig. Das sollte man auf keinen Fall tun. Also auf gar keinen Fall. Die versprechen einem ja jetzt hier Geld. So, und man muss sich ja jetzt mal in die Lage versetzen von jemandem, der vielleicht wirklich sein Geld verloren hat. Und die erzählt jetzt hier, man soll jetzt nochmal Anydesk runterladen und dann sich in seinen Banklogin einloggen. Tja, dass genau das das Problem ist und dass genau das hier wahrscheinlich auch die Masche ist, das verrät sie ihr natürlich nicht. Die wollen, dass man sich jetzt mit Anydesk oder TeamViewer, also mit einer Remote-Desktop-Software, fernverbindet mit denen. Und dann soll man sich in seinen Banklogin einloggen. Tja, dass dann der Drops gelutscht ist, das erzählt sie hier nicht. Denn eine Sache lässt sie hier nämlich auch noch weg. Sie wird ganz kurz unseren Bildschirm schwarz machen und ein Programm auf unserem PC installieren, um dann alles mitloggen zu können, was auf dem PC passiert. Das heißt, wenn ihr euch jetzt in euer Bankkonto einloggt und die Verbindung zu ihrem Computer steht, dann haben die eure Login-Daten.
Tja, und dann wird sie sich noch irgendein Märchen ausdenken, damit man irgendeine TAN noch freigibt. Und dabei werden die dann Geld von eurem Konto abbuchen. So, und dann ist das eine Banküberweisung. Und eine Banküberweisung könnt ihr nicht rückgängig machen. Die Kohle ist dann weg, wenn die Zugang zu eurem Bankkonto haben. So, das ist nicht Quatsch, sonst wir arbeiten so. Doch, das ist Quatsch. Das ist ja illegal. Nein, das ist nicht Quatsch. Das ist nicht illegal. Das doch, ist sehr legal. Das können Sie auch nachfragen. Ich brauche Ihre Daten nicht, sondern ich muss selber mit meinen Augen sehen, dass Sie eine aktuelle IBAN haben. Wo kann ich dann Ihnen Geld überweisen? Das ist nicht Quatsch. Wenn Sie so glauben, dann wie gesagt, Ihre Namen bleiben Sie im Schwarzen. Keinen Sinn ergibt. Also, Sie sind sehr skeptisch. Das hat nichts mit skeptisch zu tun. Das, was Sie da erzählen, ist höchst strafbar und illegal, was Sie da machen. Also, das ist gar nichts illegal. Und wenn Sie so glauben, dann wie gesagt, Ihr Name bleibt für den Sie haben ja nichts auf meinem Computer zu machen. Das kann ich gerne machen. Ist kein Problem. Dann machen wir Schluss. Ja, das ist auch illegal. Das da, wenn Sie sagen, da liegt von mir Geld, illegal. Dann haben Sie ja nicht das Recht, das Ihnen, aufzulegen. Von Ihnen will ich kein Geld. Das habe ich nicht gesagt. Sie ja, aber wenn Sie einfach auflegen wollen, dann kann das ja nur kriminell sein. Nein, das ist nicht halt so. Aber glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe gesagt, Ihr Name bleibt im Schwarzen Liste und unter Ihrem Namen wird eine illegale Transaktion weitergemacht werden. Ich wollte helfen. Ich wieder illegal mit meinem Geld spielen. Genau, finde ich gut. Ja, glauben Sie so, wie Sie wollen. Ja, genau. Und Sie auch sind eine Betrügerin. Ja, ich bin nicht Betrügerin. Richtig, doch. Also, glauben Sie, was Sie wollen. Das ist Ihre Rede. Eine professionelle Kriminelle. Vielen Dank, das ist ein Kompliment. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das als Kompliment nimmst, Betrügerin. Dankeschön. Du solltest... Ja, also vor sowas kann man nur ausdrücklich warnen. Denn wie schon erwähnt, das hier ist der Betrug nach dem Betrug. Also wurde man schon mal betrogen, ist man ja grundsätzlich leichte Beute. Vielleicht haben die mich da irgendwo in eine falsche Liste gespeichert. Ich weiß es nicht, ob die grundsätzlich nur Leute anrufen, die wirklich schon mal erfolgreich beschissen wurden. Bei dem einen oder anderen Gespräch mit den anderen Betrügern hat es ja tatsächlich fadenscheinig dann doch schon mal geklappt mit der Einzahlung. Beziehungsweise manchmal haben wir ja auch Bank über Überweisung fingiert. Vielleicht ist das dadurch dann in die Liste gerutscht. Ich habe schon mal Geld überwiesen und jetzt wollen die hier so einen Blödsinn erzählen. Schon alleine diese Aussage, dass wenn ich da jetzt das nicht mitmache, dann werden weiterhin illegale Sachen mit meinen Daten betrieben. Das ist ja schon keine seriöse Aussage. Also es ist absolut unterirdisch, was da für Leute anrufen und was die sich alles einfallen lassen, um irgendwie an eure Daten und an euer Geld zu kommen. Hier war ja jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht ersichtlich, was da jetzt genau passiert. Aber ich glaube, das ist hier tatsächlich die Hardcore-Variante, um an euer Bankkonto direkt dran zu kommen. Im schlimmsten Fall machen die das komplette Konto leer. Und jetzt muss man sich ja mal überlegen, wenn man jetzt hier irgendjemanden dran hat, der nicht viel Geld zur Verfügung hat, und vielleicht schon mal in so ein System investiert hat und sich jetzt freut, ach, da kriege ich jetzt Gott sei Dank endlich 5.000 Euro nochmal zurück. Und dann ruft so jemand an und macht das ganze Konto leer, anstatt euch 5.000 Euro zu geben. Also man verifiziert euch in gar keinem Fall über euer Bankkonto und in überhaupt keinem Fall über Anydesk. Unseriöser geht's auf jeden Fall nicht. Denn zu einer Legitimation möchte man euren Personalausweis haben. Und zur Legitimation reicht's auch nicht, wenn sie das mit ihren eigenen Augen anschaut. Dann müssen die Unterlagen vorliegen und nicht einfach irgendwie ein Telefongespräch stattgefunden haben. Dafür gibt's Postident oder Videoident, also Apps, wo man sich identifizieren kann mit seinem Personal. Das weiß, dass man denen eine Kamera hält. Aber sowas hier, das ist absolut unseriös. Also schon mehr als unseriös. Also die kriminelle Energie, die da in ihre Machenschaften stecken, ist schon enorm. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, guten Tag. Henrifink ist am Apparat von Europas Haupthandel und Plattform CoinWert. Ich grüße Sie, Herr Kart. Hören Sie mich? Ja. So, Herr Kart, es geht um Ihre Registration, was Sie bei uns auf dem Finanzmarkt gemacht haben. Habe ich da was falsch gemacht? Bitte? Habe ich da was falsch gemacht? Nein, ich bin Ihr Account Manager von CoinWert. Ja. Und wenn Ja, Registration sind Sie an mir weitergeleitet, weil ich werde Ihnen dabei helfen, Verifizierung abzuschließen. Und von meiner Seite werden Sie auch vollständige Auskunft bekommen, wie das funktioniert. Aha. Okay? Mhm. Sehr gut.
Also, Herr Kart, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder ist das erster Schritt für Sie? Im Bereich Beratung oder wie? Nee, im Bereich Handeln. Was für? Nee. Nein. Nee. Gar keine Erfahrung. Okay, und wie haben Sie über Handeln gefunden? Haben Sie vielleicht über Werbung darüber gehört oder Ihr vielleicht Freund hat Ihnen darüber gesagt oder wie haben Sie es gefunden? Habe ich auf dem Discord-Server gefunden. Mhm. Okay. Mhm. Und haben Sie irgendwelche also Produkt, Ihr gewünschte Produkt, womit Sie zum Beispiel handeln wollen oder wollen Sie erstmal ausprobieren, ja? Was denn? Handeln. Sie haben sich für Handeln registriert, ja? Ja. Mhm. Genau. Und wissen Sie, was Handeln ist? Mit den Zahlen und so. Genau. Damit also kann man auf dem Finanzmarkt mit den Kryptowährungen, Gold, Öl, Rohstoffe, Forex, Aktien, also mit diesen Waren kann man auf dem Finanzmarkt handeln und damit Geld verdienen. Ja, das ist ja das mit dem Blinkern in Zipfeln. Wie bitte? Das ist ja das mit dem Blinkern in Zipfeln, mit Rot und Grün und dann blinkert alles. Genau. Ich schön. Ja. Und wissen Sie, wie viel ist minimales Einstiegskapital, womit man es ausprobieren kann? Nee. Nee? Nee. Okay, also 250 Euro ist minimale Summe, womit man Anfänger Handlungskonto aktivieren kann. Okay? Ein Empfänger Handlungskonto, was ist das? Das ist ein Konto für Empfängers. Da also bekommen Empfängers? Sie Ihr eigenes. Empfängers oder wie meinen Sie das? Empfänger ist die Kunde, wer schon keine Erfahrung in dem Bereich hat. Ach so. Wie Sie schon mehr gesagt haben, dass sie keine Erfahrung in dem Bereich hat. Ja. So, also mit der minimalen Summe, 250 Euro, können Sie Ihr Kundenkonto aktivieren. Wir sind eine VIP-Unternehmer, Coinvert, und von unserer Seite, jeder neue Kunde bekommt ein Senior Analytiker, Finanzberater in Verfügung. Also ein Opa. Mit wem? Wie bitte? Ein Obi. Was ist Lobby? Obi. Was ist Obi? Nein, Obi. Sie haben doch gesagt, da steht auch so ein Obi. Akustisch, hallo? Ja, hallo. Hallo, akustisch habe ich nicht verstanden. Was haben Sie gemeint? Na, ein Opi. Sie haben doch gesagt, da gibt es ein Opa. Senior Analytica gibt es bei uns. Also so ein Opi. Senioren sind doch im Altenheim. Eine Frage habe ich, Herr Kart. Wo haben Sie sich registriert? Am Computer. Ja, und wie heißt dieses Webseite? Was meinen Sie? Eine Handelplattform, ja, wo Sie sich registriert haben. Wie heißt es? Da war so ein ganz komischer Name oben drüber. Okay, das ist ein ganz komisches Name, aber wie heißt es? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Wie bitte? Das weiß ich nicht mehr, hab nicht aufgepasst. Okay, alles klar, aber wann haben Sie sich registriert dann? Na, wohin? Auf dieses komische Webseite. Ja. Ja, wann haben Sie sich registriert? Na, hab ich nicht auf die Uhr geguckt. Das ist noch nicht lange her. Also heute, gestern? Ja, vorhin. Nee, wann? Also heute oder gestern? Na, heute. Also, heute. Aber das müssen Sie doch eigentlich da auch sehen, wann das war. Genau, aber das ist nicht sichtbar bei mir und das ist das Problem, weil normalerweise sehen wir es auch. Deswegen habe ich so viele Fragen auch gestellt, weil mich interessiert, wo haben Sie sich registriert, wovon haben Sie es gefunden, wie heißt denn Webseite, sagen Sie mir nichts. Was soll ich da verstehen, weiß ich nicht. Habe ich mir ja nun nicht alles gemerkt. Hätten Sie das auf der Webseite draufschreiben müssen, dass man sich das aufschreiben muss. Also, wo Sie selbst Ihr persönliche Daten registriert haben, das erinnern Sie nicht. War doch die Seite, das war so eine bunte Seite, wo sie viel geblinkert hat. Mhm. So. Und wie heißt es? Na, wie gesagt, das war ein komischer Name, den habe ich mir nun nicht gemerkt. Weil das hätten sie dann auf die Seite draufschreiben müssen, wenn man sich das merken soll. Ich muss nichts schreiben, Herr Kart. Ich habe einfache Frage gestellt. Auf welche Seite haben Sie sich registriert? Ja, das haben Sie ja nur schon 3-4 Mal gefragt. Habe ich ja schon ein paar Mal drauf geantwortet. 3-4 Mal? Mhm. 3-4 Mal haben Sie das schon gefragt. Okay, und haben Sie schon Geld irgendwo eingezahlt? Nee.
Und Sie? Ich? Ja, ich habe eingezahlt. Wo ich handle, da habe ich doch eingezahlt. Ach so. Und dann müssen Sie mir sagen, wie man das macht. Dann mache ich das auch mal. Okay, aber wenn ich irgendwelche Frage stellt, ja, darüber brauche ich Antworten auch. Ja, habe ich ja gegeben immer. Nee, haben Sie mir nicht gegeben. Na klar, ich habe immer ja antwortet fleißig. Wie ein fleißiger Bauarbeiter. Wollen Sie handeln anfangen, ja, Herr Karl? Na klar. Da müssen Na klar, Sie das glaube ich leider nicht. Leider, das glaube ich nicht. Aber warum rufen Sie denn an, wenn Sie das nicht glauben? Da hätten Sie doch gar also, nicht auf anrufen brauchen. Ich habe angerufen, weil wollte ich es klären, ja, ob Sie handeln wollen oder was Sie da machen wollen, aber Fragen, was ich gestellt habe, Sie haben mich nicht geantwortet. Doch, habe ich ja antwortet. Sie sind komisch. Nee. Doch, Sie sprechen ja selber komisch und sagen Sie nicht, habe ich keine Lust, mit Ihnen weiterzusprechen. Ohren waschen, wenn Sie das nicht richtig hören. Und wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Da kann ich auch nicht dafür für Ihre Behinderung. Ciao, du Scheißbetrüger. Tja, also, da haben wir ja wieder einen ganz besonders netten Betrüger an der Leitung bekommen. Tja, also, der hat sich jetzt hier definitiv wieder selbst ins Ausgeschossen. Zur Erklärung, der wollte jetzt hier wissen, über welche Werbewebseite wir uns auf seiner Plattform registriert haben. Tja, in diesem Fall wahrscheinlich über gar keine Werbewebseite, sondern dass ich die Eintragung direkt auf deren Webseite getan habe. Und dann fehlt bei denen im System natürlich die Information, über welchen Weg ich auf deren Webseite angekommen bin. Ja, und das wolltet ihr herausfinden. Nun aber, wenn man den Kunden fragt, über welche Webseite sind sie denn auf unsere Seite gekommen? Also da gibt's Tausende. Die heißen auch alle ganz komisch. Bitcoin-System, Bitcoin-Buyer, Crypto-Express, XP, bla, irgendwas. Das kann sich kein normaler Mensch merken. Und der wollte jetzt exakt genau die Webseite wissen, über welche ich reingekommen bin. Dazu muss man noch sagen, die Webseite hat ja gar keinen Namen. Da steht nicht oben drüber, keine Ahnung, wie man kennt, Sparkasse oder Volksbank. Das steht da nicht oben drüber. Da steht höchstens Bitcoin-System. Und der meinte jetzt wahrscheinlich die Domain. Und die kann man sich schon erst recht gar nicht merken, weil die ist noch abgefahrener. Da steht manchmal wirklich nur irgendwas Kryptisches. Und das wollte der jetzt von uns wissen. Also als Kunde weiß man sowas nicht, über welche Werbewebseite man da gekommen ist. Das hat jetzt hier schon dazu ausgereicht, um sich irgendwie verdächtig bei den Betrügern zu machen. Tja, also in dem Fall ist es gut, wenn die so reagieren, denn dann werden die sicherlich weniger Betrugsopfer finden. Aber es ist wirklich absolut cringe. Da brauchen die sich nicht wundern, dass der Kunde nicht so richtig mitspielt. Und da ist er dann automatisch der Meinung, dass ich, das nicht ernst meine. Tja, ist auf jeden Fall gut in diesem Fall gelaufen für eventuelle Betrugsopfer, dass der dann da gleich auf sowas drauf anspringt. Aber naja, seine komischen Ausreden, ich würde nicht auf seine Fragen antworten, finde ich ja auch wieder abstrus. Ich habe ja tatsächlich auf absolut jede seiner Frage so geantwortet, wie ich antworten kann. Ist ja nun mal so. Und mal davon abgesehen, man muss sich ja auch immer vorstellen, man trägt sich jetzt auf so einer Werbewebseite ein, kommt dann bei denen auf der Webseite raus, dann geht man vielleicht erstmal aufs Töpfchen oder vielleicht noch was essen oder so. Man macht ja nicht automatisch immer zwingend alles am PC gleich fertig, was man gerade angefangen hat. Also woher soll ich die Uhrzeit wissen, wann ich mich da angemeldet habe? Und wenn ich in der Zwischenzeit irgendwas anderes gemacht habe und der nicht sofort, sondern nach ein paar Stunden anruft, also wer merkt sich denn diese komischen kryptischen Namen dieser Webseiten? Tja, also in dem Fall kann man nur sagen, sehr gut, wenn das da in diesem Callcenter immer so läuft, dann machen die weniger Verkäufe. Naja, wenn ihr mögt, Callcenter-Abzocke ist doch auf Social Media zu finden. Die verschiedenen Links zu den verschiedenen Social Media-Plattformen wie TikTok, Twitter, Facebook oder Instagram findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. Schaut auch gerne dort mal vorbei und abonniert auch dort. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Sarah Smith ist am Telefon. Spreche ich mit Herrn Schwenktötter? Da bin ich ja richtig, ja? Ja, Herr Schwenktötter ist am Apparat. Wunderbar. Wie geht es Ihnen als erstes? Ja, eigentlich ganz schlecht. Wieso denn? Ja, na, meine Frau ist gerade aus dem Fenster gefallen, hat sich hier nicht gebrochen und, muss man so unterbuddeln, ja. Oh, tut mir leid. Ich erschwinge Sie das. Sie haben sich gerade bei uns angemeldet, ja, wie ich das im System sehe.
Also, ich erzähle der netten Frau, meine Frau ist gerade gestorben, weil sie aus dem Fenster gefallen ist und hat sich das Genick gebrochen. Ich meine, gut, besonders traurig habe ich jetzt hier nicht geklungen, aber dann sagt sie dann, oh, tut mir leid, aber sie haben sich ja hier bei uns angemeldet. Mhm. Also, das, ja, da fallen einem keine Worte mehr ein. Wegen Onlinehandel haben Sie Interesse geäußert. Wie heißt denn die Firma? Il Capital. Ach, ich, Capital, da, Punkt, der, hm. Okay, ja, Sie befinden sich online bei uns, ja? Ja. Genau, deswegen rufe ich Sie an. Schön, Sita, ich bin die Kundenberaterin, ja? Bin ich dafür zuständig, Sie erstmal informieren, ja, wie das Ganze alles bei uns funktioniert, ja? Genau, deswegen rufe ich Sie an. Oh, das tut mir leid. Bitte? Das tut mir leid, dass Sie sowas machen müssen. Na, kein Problem. Ja. Es ist mein Job. Herr Schwenkstetter, ja. Sind Sie am Computer oder versuchen Sie das alles mit dem Handy? Sind Sie jetzt mit dem Handy eingeloggt? Ja, sowohl als alles. Bitte? Sowohl als nichts. Herr Schwenkstetter, ich möchte gerne wissen, erstmal, haben Sie mal schon gehandelt? Haben Sie gewisse Erfahrungen in diesem Bereich schon gemacht oder ist es das erste Mal für Sie? Na, mit welcher Erfahrung jetzt genau? Also, weil... Ich weiß jetzt nicht, was Sie, wo, wie Sie meinen. Ich meinte, haben Sie mal mit den Bankaktien gehandelt oder online irgendwelche Aktien gekauft, verkauft oder mit den Kryptowährungen gehandelt? Nee. Sowas haben Sie mal gemacht? Nein. Nee. Das heißt, Sie sind total neu, ja? Ja. In diesem Bereich sozusagen. Genau. Und dann, damit Sie besser nachvollziehen können, wie wir arbeiten, mit wem Sie zu tun haben und so weiter, Sie haben die Möglichkeit, erstmal die Sache von 250 Euro auszuprobieren, ja? So wenig, ja. Ja, so ist geregelt, von 250 bis 1000 Euro, ja? Oh je. Sie werden es auswählen, ja, von 250 bis 1000 Euro. Ja. Ich erschwinge bitte, sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe Sie entschieden möchten erstmal, was haben Sie entschieden? Na, wie funktioniert denn das jetzt genau? Was muss ich denn da jetzt genau machen? Bitte? Wie funktioniert denn das jetzt genau? Was muss ich denn da jetzt genau machen? Also mit Jörg, genau. Wie das Ganze alles läuft, das haben Sie wahrscheinlich in Werbung gesehen, oder? Nee, das ist mir entgangen. Das Sinnhandelsprozess läuft automatisch, ja? Was heißt das automatisch? Automatisierte Handelssystem wird für Sie arbeiten, die Auto-Trader. Achso, also muss Trader 4 wird für Sie arbeiten. Also und muss ich selber nicht machen. Nein, selber machen Sie nichts. Es ist automatische Handelssystem, wird mit MetaTrader 4 gehandelt. Das macht algorithmische und mathematische Analysen. Und außerdem, Herr Schwenkstetter, wir bitten Sie einen Finanzexperten an, ja? Ja. Die hilft Ihnen dabei, im Handelsprozess zu begleiten. Sie wird Ihnen generell dabei helfen, dass Sie erfolgreich bei uns handeln, ja? Ja, und weiter? Das bedeutet, wenn Sie, wenn Sie gewinnen, gewinnen wir auch, ja, genau deswegen bekommen Sie solche Service ganz kostenlos von unserer Seite, ja. Und wie viel kann man da spenden? Von Ihren ausgezahlten Gewinnen bekommen wir 1,2%, also von 1 bis 1,2 wird das berechnet. Ach so, und ich bekomme dann gar nichts. Doch, Sie bekommen die Gewinne von 25 bis 30%, aber von Ihren ausgezahlten Gewinnen bekommen wir auch 1,2%. Genau deswegen arbeiten wir hier, okay? Also, ich bekomme dann 204%, oder wie? So, von Ihrer investierten Summe wird Ihre Gewinne berechnet von 25 bis 30%, okay? Ja. Und wir bekommen davon nur 1,2%. Das ist unsere Gewinne. Oder wie? Hallo? Ja, und wie viel Prozent bekomme ich denn? Das waren denn 70 oder wie? Von 25 bis 30%, habe ich gesagt. Ach, dreimal schon. Ich bekomme nur 25%. Ja, wie viel Prozent haben Sie gedacht? Na. Wenn Sie jetzt 2% bekommen, dann müsste ich doch 98% bekommen, oder nicht? Hab gemeint, nur 1,2% Maximum. Ist das unsere Einkommen? Von ja, aber dann sind doch bei mir noch 98% über, oder nicht? Nein, Sie bekommen 25 bis 30%.
Das verstehe ich nicht. Also ich gebe Ihnen 250 Euro, Sie nehmen sich davon 2 Euro weg und ich darf dann davon 30 wir Euro bekommen, behalten. Wir bekommen das nicht von Ihrem eigenen Geld. Von den Börsen kriegen wir die Gewinner. Sie kriegen die 25-30%, ganz einfach. Oder müssen Sie das nochmal richtig erklären, wie das von genau Ihre ausgezahlte. Dann habe ich das nicht so richtig verstanden. Herr Schmidt, sagen Sie mir bitte, was wir entschieden haben. Mit welcher Summe möchten Sie erstmal einsteigen? Na, erstmal würde ich ja gerne verstehen, wie Ihre Firma funktioniert. Was meinen Sie damit? So, wie ich es ausgesprochen habe. Habe ich doch alles erklärt, wie wir arbeiten, was Sie von unserer Seite erwarten sollten. Machen Sie Spaß damit oder was machen Sie denn? Na, hören Sie mich irgendwie lachen. Ich würde doch einfach nur gerne verstehen, was Sie da machen. Was ein Infos werden Sie noch gebrauchen? Aber ich will die ja erst wissen, bevor ich eingezahlt habe. Was denn? Na, erst möchte ich das wissen und dann das Geld. Ja, und habe ich erst mal die Infos mitgeteilt, habe ich erklärt, wie das Ganze alles läuft. Habe ich Ihnen doch nicht gesagt, dass ich... Da bin ich ja zu blöd für, das habe ich noch nicht verstanden. Sind Sie blöd, meinen Sie? Das so nicht verstanden haben. So komme ich mir bei Ihnen behandelt vor, ja. Und wie funktioniert das jetzt genau? Weil, wenn Sie es nicht richtig erzählen können, dann haben Sie doch da vielleicht einen Mitarbeiter, der es richtig erklären kann. Der das besser kann als Sie. Ah, ich glaube, Sie verstehen nichts. Okay? Also, auf Wiederhören. Ich habe nicht so viel Zeit für Sie. Ach so, also sind Sie einer von... Ja, sehr nett und zuvorkommend. Die ruft mich an, weil sie mich beraten möchte, in Anführungsstrichen, und von mir Geld haben möchte. Die möchte mir ein Trading-Produkt verkaufen. Ich sage ihr dann, ich habe das aber nicht so richtig verstanden, was sie mir da sagt, und dann zum Schluss sagt sie mir, sie hat für sowas keine Zeit. Also, eine Beratung stelle ich mir dann doch irgendwie ein bisschen anders vor. Denn nimmt man sich da nicht eigentlich Zeit, wenn man merkt, dass jemand Kunde werden möchte? Ich meine, ich habe ja jetzt hier nun auch Fragen gestellt und habe ja auch gefragt, wie das jetzt gemeint ist und wie das jetzt genau funktioniert. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe es jetzt nur einfach noch nicht so richtig verstanden. Ja, und das ist dann gleich Anlass dazu, gleich wieder aufzulegen. Also besser darstellen, dass das hier nur Betrug ist, kann man es eigentlich nicht. Das soll hier husch-husch gehen. Man soll möglichst schnell sein Geld dort einzahlen und möglichst wenig Fragen stellen. Fragen sind ja grundsätzlich in solchen Callcentern überhaupt nicht gewünscht und auch verboten von den Mitarbeitern. Denn Antworten können die ja meistens nicht. Die wollen nur ihr Blabla da schnell runterrattern, das Skript schnell erzählen. Und wenn der Kunde dann irgendwelche Fragen hat, haben sie da überhaupt gar keine Antworten zu. Tja, also seriös ist das definitiv nicht, aber schön, dass es uns selbst bestätigt hat. Und immer wieder interessant, dass man keine Zeit hat, um irgendwelche Fragen vom Kunden zu beantworten. Tja, also besser verdeutlichen kann man den Betrug eigentlich nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen in nördliche Richtung. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch da gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.